1. So, Aufnahme läuft. Hallo Madel. Hallo. Na? Na? Ich habe mal eine Einladung geschickt. Ah ja, genau. Einladung und Quests teilen, ne? Genau. Warte. So, Einladung und jetzt geht's los. Jetzt kommen wir die ganzen... Ich werde zum Hirsch teilen. Warte. Teilen. 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 Ich habe gar nicht mehr so viel. Ich habe nur 3 Stück. Haben wir hier schon Hühner gesehen? Gibt es hier Hühner? Das wusste ich gar nicht. Stufe 2 abholen. Habe ich. Stufe 2 abholen. Habe ich. Und hier ist gut. Hab. Gut. Danke. So. Töte ein paar Hirsche. Na gut, kranke Schwestern und so, das ist alles klar. Tierisch gut ist. Ich bin glatter als Katzenscheiße auf Linoleum. Was? Was ist das für ein. Töte ein paar Hühner mit einer Nagelpistole? Ja, es lagen ja Hühner. Haben wir überhaupt noch nicht, ne? Nagelpistole. Okay. Ich glaube nicht, ne? Dann. Gut, also wir haben. Minenbauen nehme ich mal über den Forscherkamm mit. Ich muss ein bisschen Holz holen. Wenn wir Mine bauen wollen. So. Ja, ich komme sonst gerne mit raus. Das ist ja. Dann können wir beide. Ein Holz schlagen. Sollen wir das Händlerzeug mitnehmen? Nein, oder? Wir wollen ja eigentlich nur in die Wüste. Ich würde sagen, wir fahren direkt in die Wüste, weil sonst ist das so wie letztes Mal. Da haben wir uns das vorgenommen und dann haben wir Quest gemacht und haben natürlich auch jetzt noch einiges und man kann auch mal schön Punkte farmen damit, aber wir wollen ja jetzt endlich mal Öl besorgen. Oder Öl, Schiefer besorgen und dann fahren wir jetzt einfach mal in die Wüste. Mhm. Und ich glaube, bis auf den Turm war das Hordenhaus ja auch wieder fertig. Das war ja wieder frisch, ne? Ich glaube schon. Wir hatten einen Geierschutz oben gemacht und wir hatten da soweit repariert. Und ich glaube, das war jetzt nur noch der Turm, den wir dann aufstellen wollten. Den du weiterbauen wolltest. Du hattest ja schon ein Stückchen weit gebaut. Genau. Und dann wollten wir langsam auf Elektrizität gehen. Genau. Dann nehme ich noch ein paar Bäume mit. Ja, ich auch. Dann haben wir noch was in petto. Und dann, sobald es hell ist, können wir meinetwegen die Wüste fahren. Ja, wir können ja vorher losfahren. Das können wir auch. Ja, wir fahren ja einen Augenblick. Ist ja auch schon gleich 2, also von daher, das können wir ruhig machen. Oh, das habe ich überhaupt nicht vermisst. hat man Licht? Haben wir die Mod eingebaut. Ach so, mit der Mod. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen. Aber im Bergbauhelm. Ja, den brauche ich ja jetzt nicht. Nur weil ich nein, aber da sind die Mod drinnen. Ach so. Die Helm-Mod. Kannst du ja ausbauen aus dem Bergbauhelm und in deinen Helm, den du aufhast, einbauen. Ja, ist nicht so wichtig. Also ist nur wichtig, wenn man jetzt nachts in die Dings geht, in die... Ja, in der Mine ist auch nicht schlecht, ne? In der Mine ist gut. Das ist wir wirklich... wollen ja eine Mine bauen, also... So. Vielleicht nicht so schlecht ist er. Welchen Helm hast du jetzt auf? Dieses Eisending habe ich auf. Kann man da was einbauen? 3er Eisenhelm. Ja, ich habe 2 leere Slots. Also kann ich garantiert ein Dings einbauen. Ich guck mal eben. Ja. Kann ich überhaupt mal gucken, was wir für Mods haben?
Kiste. Da ist die Mattkiste. Der Bergbauhelm, also die Mod müsste auch im Helm sein, quasi. Mhm. Okay, habe ich rausgenommen. Und ich mache mir da mal eben Hitzewiderstand rein. Dann kann ich den Helm nicht aufbehalten in der Wüste. Hm? So, verändern. Yay, ich habe ein Licht. Hitze. Ich bin eine Leuchte, danke. So, Reparaturkits habe ich. Ich habe was zu essen, ich habe was zu trinken. Also. Und Sommerklamotten habe ich im Moped, also meinetwegen. Können wir uns ja aufmachen in die Wüste. Okay. Ich habe das Bein gebrochen. Soll ich dir eine Schiene mitbringen? Bitte. Danke schön. Ich humm mal zu meinem Motorrad. Ja, alles gut. Okay, so. So, warte, mach ich die eben rein. Dankeschön. Bitteschön. Danke. So, macht das Sinn, sich schon gleich umzuziehen? Ich bin mich dann in der Wüste um. Okay. Ja. Wir müssen eigentlich ja nur in den Süden. Ja, ich glaube, wir können jetzt hier durch die Straße langfahren, ne, und einfach genau durchfahren. Aufgetankt habe ich die Moppets. Ja, aufgetankt ist. Bei mir sind 100% drin gewesen. Warum stehen die Holzböcke? Ah, Ressourcen, okay. Aber wahrscheinlich habe ich mal angefangen, das einzuzollen oder so. Das kann gut sein. Ich glaube, da war irgendwie Kohle oder irgendwie sowas. Okay. Da bin ich mal gespannt auf die Wüste. Ich erinnere mich nur daran, dass ich da einmal, wie gesagt, mal gespawnt bin und da eine Nacht auf dem Dach verbracht habe. Ein Geier über mir, Zombies hinter und unter mir. Oh, ein Hund. Ein Hund rennt hinter dir her. Und ein Schwein, aber das Schwein wollen wir jetzt nicht mitnehmen, oder? Wollen wir es nicht nehmen? Ja, warum nicht? Warte, das müssen wir aber, glaube ich, so, dass wir es gleich so weghauen können, ne? Da kommt noch ein Zombie angerannt. Nein, Schwein, lass mich ruhig. So, der ist auch lieber. Alles klar. Huch! Okay. Und weiter. Ja, und weiter. Das zählt ja auch eigentlich zu dieser Tierisch-Gut-Quest, glaube ich, ne? Da heißt es, glaube ich, ein paar Tiere töten. Ja. Oh, da ist ein Geier. Ja, der ist hinter mir. Am besten erstmal weiterfahren. Vielleicht hängen wir ihn ab. Weil die Nerven, die kann man so schlecht treffen, die Wüste. Da, da ist Wüste. Yay! Jetzt ist nur die Frage. Oder ist auch. Ich schau mal, ob ich irgendwo Öl. Oh, hier ist ein Spider auf der Straße. Blei? Hier ist ein POI. Oh, ja, Schlange! Oh Gott! Ich bin auf der Suche nach Öl. Ja. Oh, zwei Geier! Zwei Geier!
Und noch eine Schlange. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss mal eben anhalten. Erstmal eben die Geier abwarten. Oh, ich hasse die Geier. Ja, hier ist Öl. So, kommt die Schlange jetzt auch noch, oder was? Umziehen. Ja, die Schlange kommt natürlich auch noch. Mist, wie. Oh, die erwischt man so schlecht. Bist du tot? Oh Gott, ein Erschrocken. Springt der mich an, ey. Und ich blute schon wieder. Oh. Lalalala. Oh, Schlangen sind ätzend. Die haben so eine kleine Hitbox. Das ist mega nervig. Ich glaube, wenn es hell wird, gucke ich mir mal das POI an, da vorne. Brauchst du Hilfe? Also, okay. Was denn? Nein. Es ist so, geht es jetzt zwei Taluten? Nee, ich bin jetzt noch hier in der Nähe. Ich habe jetzt nur eben gerade, ich höre schon wieder was. Irgendwas greift mich gleich wieder an. Wo bist du? Spider schon wieder. Oh Mann, die kommen, die siehst du gar nicht. Die kommen dann angekrabbelt. Also wie gesagt, ich bin hier. Ich bin auf Abruf hier. Wenn du mich brauchst, dann komme ich. Wir wollten uns da einigen, was wir jetzt machen. Wir brauchen Öl. Also Freunde. Ölschiefer. Warte mal, wo bist du denn? Ja, aber ich habe, wir wollten uns da einigen, quasi, was wir machen. Weil ich gesagt habe, ich brauche ungefähr einen Tag für Turm und Fallen. Mhm. Und Öl. Ich komme mal eben zu dir gefahren. Oh, da kommen Geier. Zwei Stück, glaube ich, in deine Richtung. Ja. Oh, der ist jetzt doch nicht wahr. Oh, ich hasse euch, kleine Scheiße. Okay, wollen wir gleich umziehen. Mann, was ist denn mit eurer Hitbox hier? So. Ja, Zombie-Volk. Ja, ich auch. Ich glaube, die sind im Wasser. Nicht möglich. So, jetzt muss ich mir eben umziehen hier. Ach, Mann, ich will mich doch nur in Ruhe umziehen, Mädchen. Okay, was auch immer da gerade passiert ist. Ich glaube, der Zombie ist ertrunken. Okay. Nein,
nein, Schwein, bleib hier. Geht's nicht weiter mit Öl? Hat oh nein, 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 das kullert. Oh. Was denn? Das Schwein ist ins Wasser gekullert. Bis ganz nach kannst unten. Nach? Kannst du nachschwimmen? Ja, ja, tue ich auch gerade. Jetzt bin ich 100% nass. Ist nass. Und ich kann nicht atmen. Kannst du wahrscheinlich nicht atmen. Oh, hier rennen aber verdammt viele Zombies rum, ne? Geht's denn nicht weiter mit Öl? Was? Geht nicht weiter. Ist das anders als bei den anderen Ressourcen mit Öl? An sich nicht. Okay. Ah, hier ist Öl. Gibt's hier eigentlich ein Fernglas oder sowas? Es gibt Scopes. Okay. Dass man mal aus der Entfernung was sehen kann. Ja, du kannst eine Waffe mitnehmen mit Scope. Ich mach mal ein paar Zombies kaputt hier. Soll ich denen gleich helfen, kommen beim Abbauen? Naja, wir haben uns immer noch nicht geeinigt, was machen. Naja, jetzt ist der Turm vorrangig. Das heißt, wir müssen Material, dass du den Turm bauen kannst. Richtig? Genau. Also? Holen wir jetzt Ölschiefer? Das heißt, ich komme dir gleich mal eben helfen, wenn ich die ganzen Zombies hier getötet habe. Die hier rumrennen. Ich meine, ein bisschen looten könnten wir trotzdem, weil hier ist ja dieses POI hier vorne. Oh, da kommt eine kleine Horde. Die kommen aber erstmal durchs Wasser. Die brauchen einen Augenblick. Mal hier sind. Kann ich nicht schießen? Ah, nein. Nee, wenn du im Wasser bist, glaube ich nicht. Oh, wir haben Löcher ins Wasser geschossen. Kommt noch einer an? Ja, oder? Was? Und da kommen wir rein? Schon hinüber. Ist auch weg. Okay. Was für ein Charakter erstmal. Also Ölschiefer abbauen, alles klar. Wow. Ich komme nicht ins Loch rein. So jetzt. Aber man erkennt ihn hier schlecht, kann das sein? Ich weiß nicht, wo der ist. Also mal, hier hat eben Klack gemacht. Was ist es denn? Ja. Es ist aber, das ist Stein. Das ist halt die Frage, ob Stein ist oder Ölschiefer. Das ist Sand. Okay. Beziehungsweise Lehm und Sand ist das. Da kommt auch nur Stein raus. Okay, der Stein sieht aus wie Erde. Das ist alles nur Stein. Komisch, weil im Singleplayer war da Öl ohne Ende. Mhm. Dazu geht es. Also beim Öl. Ja, ja. Quasi. Aber es ist. Erstmal sieht das alles aus wie roter Stein. Das sieht aus, wie weil wir in Australien wären oder sowas. Da ist Ölschiefer. Da aber leuchtet es, hab ich. Ah, wir kriegen Besuch. Ich geh mal eben
Besuch weghauen. Ja. Ach, der Besuch ist noch im Wasser. Jetzt bin ich wegen dir nass. Duft. Okay. Da unten ist Ölschiefer. Irgendwie rennt hier mehr Zombievolk rum. Oder wir haben bei uns schon ganz viele ausgelöscht. Ich weiß nicht. Ah, da kommt Ölschiefer. Ah ja, jetzt sieht man das, diese changierenden Farben, als klar. Ich jetzt runter, ja. Baue ich da mal runter. Okay. Sieh da, mach da schon mal den ersten Stück Balken quasi. Du müsstest ja jetzt auch eine Schalachs haben, oder? Also ja, ja, ich habe jetzt auch. Die hatte ich ja als Questbelohnung bekommen. Mhm. Beim letzten Mal. Okay. Ich hab mich ja so gewaltig drüber gefreut. Juhu. Weil die macht schon wesentlich mehr. Ja, und sonst so. Gehst du einen Schritt von dem Block runter? Ja, warte. Damit ich da weiterfahren kann? Danke. Okay, bitte. Wieder ein normaler Stein, aber da glitzert. Die Treppe war Übung. Ja, jetzt habe ich auch nicht mal Themen vorbereitet. Verdammt nochmal. Es ist warm. So ist das bei uns immer. Wenn man sonst nichts weiß, dann muss man über was weiterreden. Bei uns hat es jetzt abgekühlt, endlich. Ja, das ist noch nicht so richtig heiß. Also eigentlich könnte man jetzt sagen, oh, schönes Wetter, ne? Also es ist so. Aber wenn man dann doch immer in Bewegung ist, dann ist das dann schon wieder zu viel des Guten. Wie ist denn die Reise? Das kann man ganz schlecht sehen, ob was jetzt hier Sand ist und... Also Wüstenminen sind mir schon einige eingekracht. Ich glaube, da ist sogar noch Eisen dahinter, kann das sein? Ja. Ja, da ist Eisen. Ja. Hey. Wie praktisch. Aber hier ist natürlich auch sehr viel Sand, was natürlich auch dann mehr einstürzen kann, na klar. Was trinken. Wüstenminen sind ekelhaft. Was das Einstürzen angeht. Ja. Da
das glaube ich gerne. Gibt es denn da so das Ultimative, wie man die befestigen kann? Oder kann man da einfach nur versuchen... Einfach nur versuchen, immer wieder Holzpfeiler zu setzen. Und das Ganze ein bisschen abzustützen. Mhm. Aber ja, Universallösung gibt es dafür leider keine. Tja, das ist wohl das Risiko in einem Survival-Spiel. Ja. Aber wir bekommen schön viel Sand und Stein und Eisen und Ölschiefer. Ja. Der Sand und Stein ist ja nicht schlecht für Beton. Ja, ja. Also. Na. Wow. Ja, das ist natürlich noch mit Eisen hier verbunden. Ja, gut. Preis zum Preis von einem. So. Warte mal, muss ich mal gucken, ob ich mein Buch noch hier irgendwo habe. Na, bist du da unten? Hallo. Ja, hi, ich bin hier runtergerutscht. Ich bin immer tiefer gerutscht. Wie gesagt, also beim Bergbau halt schauen, dass man von oben... Ja, ja, ich, das war auch keine Absicht. Ich bin wirklich abgerutscht hier. Ja. Mal gucken, dass ich wieder nach oben komme. So. Ja, da. Also bei Sandminen bin ich vorsichtiger. Ja. Alle fünf und dann verbinden sofort, weil ja, sonst kracht einfach. Also mir ist schon oft genug eine Sandmine eingebrochen. Mhm. Man dann eigentlich, dann kann man einfach nur seine Leiche wieder ausbuddeln nachher, oder? Ja. Dann kann man doch eigentlich nur noch seine Leiche ausbuddeln, oder? Also na, entweder stirbst, dann versuchst du deinen Rucksack halt wieder zu finden irgendwie. Aha. Oder du kriegst halt massiv Schaden. Und kommst wieder raus ungefähr. Genau. Mal hier wieder einen Posten. Aber du machst schon immer so durchgängig, da wo du jetzt hin machst, da wo du jetzt hin machst, nein, wo du jetzt frei machst, machst du praktisch, ziehst du das Holz einmal. Oh, wir kriegen Besuch. Ich gehe mal eben den Besuch empfangen. Genau. Also ich schaue halt, dass ich
immer nur schrittweise weitergehe, quasi. Mhm. Und halt dann verstärk. Ach, ich liebe die Kacke. Also so wie hier zum Beispiel, ganz oben. Ja. Dann nehme ich halt dann die Decke weg quasi. Mhm. Und setze Holzblöcke, bevor ich weiter grabe. Ja. Weil da ist jetzt überall Ölschiefer. Mhm. Das heißt, ich mache weiter. Mhm. Das heißt, ich verstärke mal die Decke. Okay. Wow. Aber allein das ist ja schon mal wahnsinnig aufwendig, da. Ja, klar. Deswegen habe ich einen Tag dafür angesetzt, quasi. Mhm. An Zeit, weil es braucht einfach. Ja. Ich habe keine Lust, dass mir das alles einkracht. Ey, das ist klar. Erstmal muss man keine Lust. Dann praktisch wieder alles freilegen, wenn du weitermachen willst, ne? Und dann gehen die Ressourcen, die gehen ja auch kaputt, wenn das zusammenbricht, ne? Ja klar, sicher. Da kommt ja schön was zusammen, also. Genau, wollte ich gerade machen. Ich habe extra eine Steinaxt eben gebaut. Wofür? Um das Holz zu aufwerten. Um den aufzuwerten, genau. Entschuldigung. Macht doch nichts. Geht bei dir wahrscheinlich schneller, wenn du den so ein Dings hast, so einen anderen Hammer hast. Ich habe mir den extra mitgenommen. Es ist ein Schlag weniger. Mhm. Aber ein Schlag weniger. Aber nicht mehr, nicht weniger Ressourcen, oder? Nein. Spaß nur. Pflege quasi. Mhm. Aber einer pro Dings ist halt auch, summiert sich halt auch. Ja klar, auch wegen Ausdauer allein. Einer Brock. Das auch, ne? Ja, das ist richtig Hurchen auf. Wenn nicht, hallo, kann ich jetzt mal treffen? Danke. Oh, jetzt habe ich Hunger. Hätte mir was zu essen mitnehmen sollen. Hast du nichts dabei? Nein, aber ich bin voll, also. Ich bin noch satt. Okay. Ja, ich habe zwei Penner-Eintöpfe sonst dabei. Also das ist cool. Nicht das Problem. So, ich grabe mich hier mal wieder runter. Ich
Ich habe bestimmt einen blöden Punkt von hier aus nicht. Warte mal, kann ich da mich draufstellen? So, jetzt. Jetzt habe ich ihn. Hallo? Bin ich runtergefallen? Danke. So. Ich grab mich an den Ressourcen vorbei. Ich sehe links und rechts Ölschiefer und hake mich durch Fels. Okay. Ja, warum nicht? Okay. Hm. Aha, ich lese gerade wieder unnützes Wissen. Es gibt einen Menschen, der hat über die Jahre in seinem Auto mehr als 9500 Anhalter mitgenommen. Jeder von ihnen musste sich in sein Gästebuch eintragen. Macht man das heutzutage? Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, weil ich aber auch schon so immer ja, erzogen wurde, einen Anhalter mitzunehmen. Ich weiß, es gibt die meisten von denen sind lieb, nett, harmlos und keine Ahnung was, aber ich würde nie auf die Idee kommen, einen Anhalter mitzunehmen. Es tut mir leid. Ich weiß, meine Mutter war schon so ängstlich quasi. Ja, bei mir auch. Unter Anführungszeichen ängstlich. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ängstlich, aber, hm? Sie hat sich Sorgen gemacht. Vorsichtig. Mhm. Ja. Mein Vater... Was jetzt? Kennst du diese Sprinter, die hinten so ein Fenster haben? Ja, ja, klar. Die solche Lieferwagen, ja. Meine Mutter und mein Vater stehen an der Kreuzung. Mhm. Vor ihnen ein Sprinter mit Fenster. Mhm. Meine Mutter sprang aus dem Auto, um zum vorherigen Auto, zum Fahrer zu laufen. Ja. Und ihn anzukacken, weil hinten jemand sitzt, was er mit dem hat, vorhat, ob er den entführen will. Okay. Mein Vater ist nur ruhig im Auto gesessen. Hat sich da alles angeschaut. Der Fahrer vom vorigen Auto hat gemeint, nein, das ist nur ein Mitarbeiter und der sitzt halt hinten. Aha. Wo die eigentlich gar nicht für vorgesehen sind, ne? Ja. Ja, aber eigentlich ist das ist wirklich süß. Ne? Man kann es ja nie wissen. Ich meine, natürlich reagiert man dann damit über, aber ist das nicht besser einmal, solange man ja niemandem was tut, ne? Lieber einmal überreagieren und nachfragen, als, was weiß ich, ne? Als das irgendwann mal zu übersehen oder zu überhören, wenn jemand um Hilfe ruft. Wir haben ja schon gewitzelt, dass meine Mutter irgendwann ein Messer in die Rippen bekommt. Weil auch wenn wir mit der U-Bahn gefahren sind und da hat es halt so Halbstarke oder so, ja, die halt dann irgendwem deppert angehen, ja, ist meine Mutter halt zu denen hin. Was macht's da, ja? Also wir haben schon gewitzelt, dass meine Mutter irgendwann mal ein Messer zwischen den Rippen bekommt und dann ist aus quasi.